So. Wir fanden eine Höhle. Der Eingang schien tief in den Berg hineinzuführen. Wir benötigten eine Fackel, um die Tiefen der Höhle erforschen zu können. Und wir haben eine Fackel, deswegen ist alles gut. Oh, das sieht aber cool aus. Wir zündeten eine Fackel an und stiegen hinab in die Dunkelheit. Nach einer Weile, in der wir uns vorsichtig hinabbegaben in die Dunkelheit, kamen wir in eine Höhlensektion, dessen Wände voll mit perfekt konservierten prähistorischen Gemälden von großen wissenschaftlichen Bedeutung waren. Wir gingen auf Nummer sicher und dokumentierten das alles für die späteren Forschungen. Sehr schön. Das heißt, wir haben eine Höhle gefunden, wo wir tolle Dokumente bekommen haben. Das fühlte sich wie eine Ewigkeit an, sagt der Mönch, die uns später für wissenschaftliche Zwecke wertvoll sein können. Wunderbar, leider führt uns das nirgendwo anders hin. Und das heißt, wir müssen uns vermutlich hier bei der, bei diesem Waterfall, bei diesem Wasserfall, eine Weile ausruhen. Das werden wir tun, weil unsere Sanity ist richtig, richtig schlecht. Und wir haben eigentlich noch einen weiten Weg vor uns. Wir kamen an diesem großartigen Wasserfall an. Es war eine wirklich sehr beeindruckende Aussicht. Das Wasser kühlte uns und fabrizierte eine frische Brise. Und erfrischte uns. Und ich würde sagen, wir resten mal overnight. Das brauchen wir nämlich dringend. Wir setteln uns down und erlaubten jedem Mann, sich hier auszuruhen. Der Sound, der Klang von Trommeln hallte durch die Nacht, als wir beim Lagerfeuer saßen. Jeder war ruhig und hörte den Trommeln zu. Gerade so, als ob wir versuchen würden, den darunterliegenden Code zu entziffern. Gute Nacht. Okay, das haben sie auch ein bisschen geändert. Oh, hier kann man Stop Resting machen. Stimmt. Ah, unsere Sanity ist wieder gut. Am nächsten Morgen ist gut. In der nächsten Woche. Wir sind ja hier 7 Tage am Start gewesen. Der nächste Morgen wurden wir von dem seichten Geräusch des Wasserfalls geweckt. Was könnte es Schöneres geben? So, wunderbar. Dann packen wir unsere Sachen zusammen und hauen mal wieder ab. Und wir haben neue Energie getankt und können uns wieder aufmachen. Wo zeigt denn der Kompass hin? Den kann man ja eigentlich gar nicht so richtig trauen. Die Abenteuer erwarten uns. Wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in diese Richtung. Eher in diese Richtung. Oh, und da erwartet uns natürlich gleich mal ein gefährliches Raubtier. Lass uns mal nach hier unten gehen. Vielleicht können wir dem Raubtier etwas entgehen. Oh, Gorillas. Da erwartet uns aber schon wieder das nächste Raubtier. Aha. Ich glaube, ich will zu einem Fragezeichen und hoffentlich kommen die Hygienen nicht. Doch, sie kommen! Oh. So, und hier kommen wir nun zum neuen Kampfsystem. Das ist natürlich spannend. Vorher war das so ein bisschen, da ist eine Hygiene. Was wollt ihr machen? Weglaufen oder engagen? Wir können immer noch fliehen, so wie ich das sehe. Oder aber auch, wir können jetzt die Würfel ausprobieren. Und ich würde sagen, das machen wir auch. Wir werden mal die Würfel rollen. Okay. Ich weiß nicht so wirklich, wie das funktioniert. 2, 1, Round 1, 1 rolls left. Okay, wir machen jetzt einen Angriff. Was haben wir denn hier? Was bedeutet denn Sonne? Das wäre eigentlich ganz gut, irgendwie herauszufinden, was das bedeutet, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das bedeutet. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Wir machen das so. Und rollen nochmal. So, wunderbar. Dann haben wir hier nochmal das. Das könnten wir anpinnen, wenn wir wollten, aber wir haben keine Rolls left. Das heißt, wir haben einmal einen tollen Angriff, einmal einen leichten Angriff und einmal Abwehr. Das heißt, sie wird vermutlich nicht verletzt. So, und deswegen würde ich jetzt mal sagen, End Round. Nochmal.
Ist irgendwas passiert? Man weiß es nicht. Wir machen nochmal hier das. Was ist denn das hier? Ich glaube, das ist einfach nichts. Die 1 sieht auch nicht so besonders toll aus. Wir rollen nochmal den Dice. Und das sieht wunderbar aus. Deswegen zack, zack. Strong Attack. Oh. Ah, wir hätten gerade auf Attack klicken müssen, oder? Okay, hier unser... unser Kollege hier sieht gar nicht gut aus. So, wir gucken mal, was rausgekommen ist. Continue. Okay. Wir haben praktisch das Tier enthäutet und das Fleisch weggenommen. Wunderbar. Standing 1. Und unser Missionar ist leider leicht verletzt, so ich das sehe. Er blutet nämlich. Und das bedeutet, wir geben ihm etwas von unserem First Aid Kit. Wir setzen ein Camp an, um unsere Verletzten zu behandeln. Und dann machen wir mal, dann heilen wir Alexander Elia Clemens. Wunderbar. Wir nutzten das Aid Kit, das Erste-Hilfe-Kit, um die Verletzungen zu behandeln. Endlich kam etwas Farbe zurück in sein Gesicht. Und das ist gut. Dann leben wir mal. Alles klar. Ja, das haben wir doch einigermaßen überstanden. Und das Kampfsystem ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wir müssen es vielleicht einfach nochmal ausprobieren, um ganz genau zu verstehen, wie es funktioniert. Ich glaube, die Verletzung hätten wir entgehen können, indem wir von Anfang schon diesen Action-Button gedrückt haben. Na gut, beim nächsten Mal. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall die Hyäne getötet, haben Fell, was Gutes, und wir haben etwas Fleisch, was uns auch ein bisschen mehr mit der Sanity hilft. So, jetzt gehen wir mal ins Dorf und gucken, dass uns die Villager nicht gleich killen, um es mal freundlich auszudrücken. Am Nachmittag erreichten wir das Dorf von den Eingeborenen. Von einigen gut ausgebildeten Pfadfindern. Die Pfadfinder erwarteten uns bereits. Sie schienen wohl nicht besonders erfreut zu sein, uns zu sehen. Sie waren vorsichtig, aber höflich und boten uns ihre Hilfe an. Und ich würde sagen, wir können traden und recruiten. Das ist natürlich cool. Wollen wir traden? Brauchen wir irgendwas? Am besten wäre es natürlich, wir würden schlafen, aber das sieht nicht so aus, als würden sie das mit uns tun, um unsere Sanity wieder zu bekommen. Deswegen wäre Recruiten natürlich ganz cool, weil wenn wir nämlich in mehr handeln, wäre geil, wir haben aber kein Medkit mehr. Ich würde sagen, wir probieren mal nochmal zu recruiten, weil dann haben wir nochmal jemanden am Start, der was tragen kann, der kämpfen kann und so weiter. Wir setzten uns hin und sprachen mit den Eingeborenen, um herauszufinden, ob jemand dabei wäre, der unserer Sache beitritt. Wir fanden einen Eingeborenen, der mitkommt. Wunderbar, wir rekrutieren den Scout. Der tritt unserer Reise bei, das ist wunderbar. Wir konnten uns allerdings den Eindruck nicht erwehren, dass wir die Freundlichkeit des Dorfes ein bisschen strapaziert hatten und dass die Freundlichkeit etwas drunter litt. Und deswegen würde ich sagen, lieben wir auch mal das Dorf, werden wahrscheinlich ein bisschen auch an Ansehen verlieren, an Standing. Wir sagten den Männern, alles einzupacken und loszugehen, weil uns neue Abenteuer... Oh, we have too many track members? Okay, das muss man natürlich vorher wissen. Das wäre auch gut gewesen, das vorher zu wissen, dass es erst gar nicht geht. Was bedeutet das denn? Sind wir dann langsam? You have too many track members. Improves sight distance. Ich würde sagen, wir legen eine Strecke mit dem zurück, gucken, was passiert und können den immer noch entlassen, sollte das notwendig sein. You have too many track members. Wir können uns nicht bewegen. Das ist natürlich schade, aber ich sehe es nicht ein, dass wir jemanden, der schon so lange bei unserem Team dabei ist, dismissen. Deswegen glaube ich, müssen wir den Native Scout wieder dismissen. Hier hat es auch noch Platz. Wir können auch noch mehr Leute mit. Also von mir aus können da gerne mehr Leute mit bei uns auf unsere Reise gehen. Hätte ich kein so großes Problem, aber wir dismissen ihn natürlich wieder. Sehr schade. Wir besprachen, ob es besser war, Meha zurückzulassen,
Und ja, wir dismissen ihn. Und wir sind eindeutig besser dran ohne ihn. Ich weiß zwar nicht genau, wieso wir den jetzt nicht einfach mitnehmen können. Ziemlich schade, wir hätten erst gar nicht fragen müssen eigentlich. Aber okay, so ist das halt. So, und der Kompass zeigt mal wieder in eine völlig andere Richtung. Ich finde den Kompass ja ein bisschen irreführend. Okay, das heißt, also ich würde jetzt einfach mal hier so lang laufen und hoffen, dass wir tatsächlich hier auf dem Weg nach oben irgendwo unsere goldene Pyramide finden. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Wir gucken mal, was sich hinter diesem Fragezeichen verbirgt. Pling! Wir haben einen Steinkreis gefunden. Das ist wunderbar, da finden wir vielleicht coole Gegenstände. Wir betreten den Steinzirkel. Hm, sieht cool aus. Wir stolperten über einen Steinzirkel, der wohl von Hand gemacht ist, also von Menschen gemacht ist. Wir werden in Schwierigkeiten geraten mit diesen Einheimischen, sagt Kai Khosru Babe, und ich hoffe, dass er nicht schon Erfahrungen da drin hat. Da waren Inschriften in den Stein gemeißelt. Vielleicht stellten sie eine Art von Karte dar. Und ich würde sagen, wir analysieren einmal die Inschriften. Wir begannen, die Inschriften zu inspizieren und zu analysieren und fanden heraus, dass sie uns Einblicke in die Umgebung geben könnten. Cool. Das heißt, wir können eine Umgebung aufdecken. Und ich würde sagen, wir machen das mal mit dieser hier. Pling. Ja, das war doch gut. Nach einigen Bemühungen waren wir schließlich erfolgreich und entschlüsselten die Inschriften. Mit diesem Wissen waren wir in der Lage, mehr über unsere Reise in Erfahrung zu bringen, beziehungsweise über das Land. So, lief... Oh, Achtung! Eine Gruppe eingeborener Krieger erschien plötzlich aus dem Nichts. Sie mussten uns verfolgt haben, seit wir ihr Dorf verlassen hatten. Ihr Führer war aufgeregt über unsere Aktionen und erwartete einen Tribut von uns. Und erwartete nun einen Tribut von uns als Kompensation. Und natürlich zahlen wir einen Tribut. Wir wollen ja nicht, boah, die wollen 30. Alter Schwede. Die schöne Hornflöte. Nein. So. So sieht's wohl aus. Das machen wir. Dann kommen wir nämlich ungescholten davon, würde ich sagen. Wir waren in der Lage, eine Übereinstimmung mit den Kriegern zu finden. Sie verschwanden, so wie sie gekommen waren, still und heimlich. So, dann machen wir mal weiter. Und ich würde sagen, wir legen jetzt mal eine richtig große Strecke zurück, denn wir müssen das nämlich. Wir haben nämlich auch nicht mehr so viel Sanity. So, wunderbar. Da sind wir noch ein ganzes Stückchen näher gekommen, haben sogar noch eine neue Region erkundschaftet. Und der Kompass zeigt immer noch nach oben. Das ist gut, weil das heißt, wir müssen hier nicht unbedingt nach links unten gehen, also in den Südwesten, sondern werden uns mal schön weiter Richtung Norden halten. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, ist das hier sogar schon unsere Pyramide. Nein, aber ein Camp. Das werden wir natürlich untersuchen. Wir betraten eine alte Campingstelle. Die Rückbleibsel einer Expedition, die schon längst vor uns gescheitert war. Die wenigen sterblichen Überreste waren schon längst verrottet und überwachsen von verschiedenen Pflanzen. Wir untersuchen die Umgebung. Das dauert unfassbare 2 Tage. Und haben etwas gefunden, und zwar ein Schmetterlingnetz. Das ist natürlich nett. Wir waren erfreut zu sehen, dass einige der Leichname tolles Equipment bei sich hatten. Das nehmen wir natürlich alles mit, ist klar. Und ich würde mal, gucken, was hier dieses Fragezeichen ist. Pling! Oh, sehr schön. Da können wir vielleicht etwas Rast machen, den wir auch bitter notwendig haben, denn wir haben schon wieder keine Sanity am Start. So. Wir erforschten den mysteriösen Brunnen. Er war gigantisch.
mit zahlreichen ritualischen Schnitzereien, Ritzungen an den Wänden. Das Wasser war brackig braun und deswegen konnten wir leider nicht an den Boden sehen von dem Brunnen. Tja, look into the well. Wir warteten, bis es Nacht wurde und es stockdunkel war und versuchten noch einmal tief in das Wasser des Abgrundes hineinzuschauen. Wir wussten nicht, wie das möglich war, aber wir konnten einige Reflexionen eines goldenen Tempels im Wasser erkennen. Das wäre natürlich schön, wenn das hier der goldene Tempel wäre. Und da ist der goldene Tempel. Ein Traum, der goldene Tempel ist aufgedeckt. Wir befinden uns hier, dort ist der goldene Tempel und wir haben noch ein Stück Schokolade, das essen wir. Das wird aber nicht reichen. Wir müssen auch das Fleisch essen. Können wir das? Nein, weil wir keinen Koch dabei haben. Okay. Das bedeutet, jemand wird von unserer Gruppe komplett hohl drehen. Weil wir nämlich leider dieses Stückchen Sanity zu wenig haben. Okay, wir haben Glück gehabt, noch ist nichts passiert. Ich würde sagen, wir gehen direkt zur goldenen Pyramide. Wir haben noch einen tollen, giftigen, eine tolle, giftige Motte gefunden. Und ja, ich würde sagen, ab zur goldenen Pyramide. Schaffen wir es? Ja, wir haben es geschafft. Nein, irgendwas ist passiert. An diesem Morgen, Alexander Elia Clemens war nicht mit uns anymore. Er hatte uns verlassen in der Nacht. Nicht nur das. Oh nein. Er hat auch einige unserer wertvollen Gegenstände mitgenommen. Das darf ja nicht wahr sein. Gerade jetzt fangen wir eigentlich fast wieder von null an. Aber zumindest haben wir die tolle Pyramide gefunden. Und hier haben wir noch was Neues. Eine Steinformation. Sehr interessant. Mhm. Wunderbar. Und wir explorieren die goldene Pyramide. Die majestätische goldene Pyramide stieg über den Dschungel. Ich fand das Ziel unserer Reise. Wir betreten die goldene Pyramide. Nach Wochen des Reisens überkam mich Euphoria. Das braucht man eigentlich gar nicht übersetzen. Das ist ein wunderschönes griechisches Wort, das ihr gerne mal nachschauen könnt, was eigentlich sowas wie Glückseligkeit bedeutet. Allerdings nicht die Glückseligkeit, die man hat, wenn man ein Stück Schokolade isst und sich danach irgendwie glücklich fühlt, sondern eine, die man erhält, wenn man einen Berg hochgeklettert ist und dann oben ist. Also man hat sich das verdient. So viel dazu. Ich wusste, dass mein Name für immer in Erinnerung bleiben würde. Und wir beenden die Expedition. Success! Wunderbar! Current Fame. Momentan haben wir 15 Fame am Start. Die goldene Pyramide gibt uns eine 120 Anzahl von Fame. Eine goldene Vase, 30. Wir haben 7 Schmetterlinge gefunden. Das sind 14 unfassbare 95 Tage gebraucht. Unser neuer Fame beträgt 84. Juhu! Wunderbar! Und damit finishen wir die Expedition. Oh, das ist auch neu. Triumph! Such dir einen Perk aus, aber sehr gerne. Wie cool ist das denn? Yippie! Yeah. Was haben wir denn hier? Sieht aus wie das Auge des Ra. Der Wüsten-Explorer. Reduziert die Bewegungskosten in der Wüste. Traumvisionen. Träume, die dir tolle Locations, die dir wichtige Örtlichkeiten, wie zum Beispiel die Toilette, enthüllen werden. Wo ist eigentlich die Toilette? Ich muss schon die ganze Reise mal aufs Klo. Na, ich glaube, es geht darum, irgendwie Brunnen und so ein Zeug zu finden. Wunderbar, sehr cool. Ich glaube, dieser Perk ist neu. Dann haben wir hier eine Granate. Explosion Expert, tatsächlich, ist wirklich eine Granate. Ich wollte schon ein Witzchen machen. Das beeinflusst den Radius der Dynamitexplosionen. Wenn man zum Beispiel sich durch einen Berg sprengen möchte. Sehr schön. Ein Auge. Adlerauge. Erhöht die Blickweite. Ein Auge mit Wimpern.
Oh, eine okkulte Vision. Also eine Sicht auf das Okkulte. Erhöht den Radius auf die Karte, wenn man Steinkreise analysiert. Das ist auch sehr cool. Das sind sehr schöne Perks, muss ich mal sagen. Dieser Perk hat mir sehr gut gefallen. Dream Visions fand ich auch cool. Ist eigentlich alles schön. Ich glaube, Dream Visions finde ich ganz gut. Eagle Eye ist an für sich natürlich auch sehr cool, weil man dann schneller Dinge findet und sich nicht so viel bewegen muss. Und Occult Vision auch. Ich glaube, ich nehme, auch wenn es ein bisschen langweilig ist, Eagle Eye, das gehört sozusagen zur Grundausstattung. Eagle Eye. Erstklassig animiert, sieht sehr schön aus. So, ja, wunderbar. Das war dann also die erste Expedition von unserer Alpha 5-Version hier bei The Curious Expedition. Und das nächste Mal geht es weiter mit Expedition Nummer 2, wenn es denn funktioniert. Wenn nicht, suchen wir uns einfach einen neuen Explorer raus und bestreiten mit dem eine weitere Folge. Dieses Mal werde ich, weil das immer sehr lange Folgen sind, das habt ihr vielleicht schon gesehen, immer zwei Folgen draus machen. Wenn es 40 Minuten lang sind, bei 30 Minuten bleibt es 30 Minuten. Bei 40 schneide ich das in zwei Teile, weil das einfach schon ziemlich lang ist, muss man einfach sagen. Das macht auch nichts, das macht Spaß, aber zum Gucken ein bisschen lang, deswegen werden das hier zwei Teile. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja. Mein Name ist Droid Boy. Ich habe einen Curious Expedition Let's Play gemacht. Schaut mal wieder rein. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Oder ein Abonnement. Und guckt auch mal in meinen Minecraft Let's Play rein. Ja, da ist ja auch so einiges passiert. Staffel 2 zum Beispiel. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank. Wünsche euch noch was. Und bis zum nächsten Mal zu The Curious Expedition. Tschüss.